Hallo und herzlich willkommen zu inzwischen Teil 5 meiner Bodenarbeitsserie. Im ersten Teil habe ich euch einen kleinen Überblick gegeben über die Übungen, die ich euch dann im Detail gezeigt habe. In den Teilen 2 bis 4 habe ich euch die ersten drei Spiele von Pat Parelli vorgestellt und heute zeige ich euch das Jojo-Game. Für das Jojo-Game brauchen wir nur das Knotenhalfter und das 3,5 Meter Seil. Wie bei allen Spielen von Pat Parelli gibt es auch im Jojo-Game 4 Phasen und die möchte ich euch erstmal in einer Trockenübung zeigen. Dafür habe ich meinen Halfter hier an den Stall gehängt und hinten dran die Kamera aufgestellt. Dann können wir sehen, wie es aus Sicht des Pferdes ist. Und das Seil liegt hier erstmal auf dem Boden und das benutze ich gleich. Wir stellen uns frontal vor unser Pferd in einem Abstand, dass wir es gerade so mit dem Stick nicht mehr berühren können. Für den weiteren Verlauf brauchen wir den Stick nicht mehr. Dann nehme ich das Seil ganz am Ende in die Hand. Für Phase 1 wechsle ich von einer entspannten Körperhaltung in eine angespannte Körperhaltung und hebe meinen Arm und wackle nur mit dem Finger. Phase 2, ich wackle mit dem Handgelenk. Phase 3, ich wackle mit dem Oberarm. Und hier sieht man jetzt schon deutlich, dass vorne am Halfter was ankommt. Und die letzte Phase, Phase 4, schmeiße ich das komplette Seil Richtung Pferd. Nachdem ihr das Pferd zurückgeschickt habt, wollt ihr es jetzt wieder herholen, deswegen heißt das Spiel auch Jojo Game, weil wir das Pferd von uns wegschicken und dann wieder zu uns herholen. Das machen wir, indem wir am Seil entlang fahren mit mehr oder weniger Druck. Und damit ihr so einschätzen könnt, wie fest ihr ziehen müsst, gibt es eine Vorübung, indem wir den Stick auf den Boden legen, mit einem Fuß hinten auf den Griff stellen. Hier gibt es auch wieder 4 Phasen. Mit der ersten Phase habe ich eine geöffnete Hand und lasse das Seil einfach über meine Hand gleiten. Der Stick bewegt sich dabei nicht vom Boden weg. Die zweite Phase, da mache ich ein bisschen mehr Druck, diesmal mit Zeigefinger und Daumen. Und man sieht, der Stick hebt sich ein paar Zentimeter vom Boden. So fest ziehe ich jetzt gerade. Nächste Phase, ich schließe meine Hand weiter, kann dadurch mehr ziehen. Und die vierte Phase, dafür ziehe ich noch mehr, aber immer noch das Seil durch die Hand rutschen lassen, also nicht stetig ziehen, sondern immer wieder nachfassen und das Seil durchrutschen lassen. Um euch zu zeigen, wie viel bei Phase 1 schon beim Pferd ankommt, möchte ich euch das noch einmal bei meiner Trockenübung zeigen. Achtet jetzt mal bei Phase 1 schon auf das Halfter und auf den Strick, wie viel da schon vorne ankommt. Für Phase 1 habe ich wieder nur meine offene Hand. Ich beuge mich etwas nach vorne und ziehe das Pferd auch mit meiner Körpersprache zu mir her und streiche nur mit der offenen Hand unter dem Seil entlang. Achtet mal auf das Halfter. Man sieht, wie stark schon das Halfter von der Wand wegkommt, obwohl ich nur mit der offenen Hand hier entlang streiche. Ich habe noch keinen Zug, noch keinen Druck und trotzdem kommt schon so viel an. Sobald das Pferd einen Schritt macht und nachgibt, höre ich sofort auf und fange wieder bei Phase 1 an. Das zeige ich euch dann aber genauer noch am Pferd. Ich habe mir jetzt zum Zeigen hier die Jenny hergenommen. Die ist noch nicht ganz so erfahren mit dem Horsemanship. Sie hat es zwar ein paar Mal schon mit mir gemacht. Mit ihr möchte ich euch die 4 Phasen zeigen. Ich bin zuerst entspannt. Jetzt fange ich an mit Phase 1. Ich spanne mich an und wackele mit dem Finger. Es ist schon bei ihr angekommen, also man sieht, sie reagiert, aber nicht in die Richtung, die ich möchte. Dann fange ich an mit dem Handgelenk zu wackeln. Gut, prima. Jenny ist zwar noch nicht so erfahren, aber sie hat es natürlich schon mal mit mir gemacht.
Wieder Phase 1 mit dem Finger wackeln. Kommt nichts. Phase 2. Auch nichts. Phase 3. Gut. Super, Schatz. Und sie entspannt sich wieder. Ich stehe jetzt in einer entspannten Haltung, frontal zu ihm. Und ich fange jetzt gleich an mit Phase 1. Ich spanne mich an. Hat er schon gemerkt? Zeige ich mit dem Finger. Handgelenk. Und entspannen. Gut. So, jetzt hole ich ihn mit Phase 1. Zu mir her. Gut. Daigo ist inzwischen schon so weit, dass ich von ihm nicht nur einen einzigen Schritt fordere, sondern mehrere Schritte und auch in einer höheren Geschwindigkeit. Und da könnt ihr jetzt mal die Phase 4 sehen. Dadurch, dass ich einmal bis Phase 4 gegangen bin und so viel mehr Energie aufgebaut habe, geht er jetzt beim nächsten Mal auf Phase 1 schon viel energischer rückwärts. Wenn man das Rückwärtsgehen verbessert, indem man ab und zu mal die Phase 4 anwendet, tut man im Gegenzug das Zurückkommen in Anführungszeichen verschlechtern und muss da höhere Phasen anwenden. Aber wenn man immer wieder das Rückwärtsgehen verbessert, das Wiederherkommen verbessert, wird es insgesamt ausgeglichen und man verbessert beide Phasen. Hier noch eine kleine Vorschau auf eine weitere Übung, die ich euch in einem separaten Video noch zeigen werde. Ich finde das Jojo-Game für den Alltag sehr nützlich, weil das Pferd lernt, dass Wackeln am Seil rückwärts bedeutet und später dann auch, dass es langsamer bedeutet. Zum Beispiel beim Circling-Game kann man das gut anwenden. Das zeige ich euch dann aber separat in dem Circling-Game-Video. Man kann es fast überall einsetzen, also am Boden und da auch nicht nur mit Knotenhalfter, sondern auch mit Stallhalfter und normalen Führstrick. Und dann kann man es auch beim Reiten einsetzen, entweder mit Knotenhalfter oder mit einer Gebissumzäumung. Mit Gebiss würde ich es jetzt nicht machen, da es sehr im Maul rumzuckelt und wackelt und das ist unangenehm fürs Pferd. Aber wie man die Spiele auch im Sattel spielen kann, das zeige ich euch in separaten Videos. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt. Und hier könnt ihr mich auch kostenlos abonnieren, wenn ihr es nicht schon getan habt. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao!